Ja, hallo und willkommen zu Vault Diary One. Die Sendung, Show, Video, wie auch immer, wo ich euch einfach ein bisschen was erzähle über meinen Kanal, was sich so tut und was ich so plan für die Zukunft. Und ich möchte heute anfangen, mich einmal herzlich zu bedanken bei allen Zusehern. Ich bin jetzt bei 147 Subscriber nach circa einem Jahr und zwei Monaten. Und ich habe mir eigentlich am Anfang den Kanal nur erstellt, um Videos quasi zu speichern, um mich daran zu erinnern. Und im Endeffekt haben sich schon viele Leute die Videos angeschaut und ja, die Subscriber gehen nach oben. Vielen Dank dafür. Und ich möchte auch für die Zukunft euch ein bisschen informieren, was ich so plan für den Channel. Und ja, ich möchte auch dann von euch gerne wissen, was ihr gerne seht, weil ich möchte das nicht einfach allein entscheiden und einfach Videos hochladen, random, weil wie man sieht, manche Videos kommen besser an, manche weniger. Und ich möchte die Gelegenheit gleich einfach auch nutzen, um euch zu fragen, welche Videos seht ihr lieber und welche sollte ich eher weglassen in Zukunft. Zum Beispiel habe ich ausprobiert erst vor kurzem mein erstes Let's Play von Lego The Minifigures Online. Spiel selbst hat mir sehr viel Spaß gemacht beim Spielen und die einzige Frage ist halt, ob es euch auch Spaß macht beim Zuschauen. So viel Views habe ich da jetzt nicht drauf bekommen und da denke ich mir halt dann, vielleicht interessiert euch das nicht so sehr und etwas anderes würdet ihr halt dann lieber sehen. Müsst ihr mal nur sagen, in den Kommentaren ganz einfach vielleicht, was ihr gerne sehen würdet. Ich arbeite zurzeit an mehreren Sachen gleichzeitig schon wieder. Ich habe noch zwei Spiele, die ich euch gerne vorstellen möchte. Davon ist eins ein Rollenspiel, ein MMO, was free to play ist. Und ja, dann habe ich noch eins für euch. Ein Steam-Spiel, auch free to play, ein Shooter einer Firma, die haben die Crytek Engine verwendet, die man aus Crysis kennt zum Beispiel. Das möchte ich euch auf jeden Fall in zwei kurze Videos zusammenfassen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch ja dann genauer anschauen. Also das kommt demnächst und dann habe ich noch geplant von Battlefield natürlich. Da habe ich noch einige Clips, an die ich mich einfach erinnern möchte. Und da werde ich wieder so ein paar Montagen machen mit Musik, einfach zum Zurücklehnen anschauen. Und ja, wem Battlefield-Clips gefallen mit cooler Musik, für den ist das genau das Richtige. Das ist hauptsächlich für mich zum Erinnern. Ich wollte bei den alten Battlefield schon so oft gerne ein paar Szenen aufnehmen und recorden und bei Battlefield 4 ist mir dann endlich gelungen, meine Hardware so weit zu bringen, dass ich auch aufnehmen kann selbst und ich tue Videos schneiden, seitdem ich 9 bin. Also ich habe, mein erstes Programm war Pinnacle Studio 5, glaube ich, und mit dem habe ich begonnen, daheim bei mir im Zimmer, bei einem ganz alten PC meine ersten Videos zu schneiden. Ich war damals ein Wrestling-Fan und meine Freunde auch und wir haben verschiedenste Sachen da gefilmt und so hat mein Videoschnitt quasi mein Interesse dafür begonnen und ja, so hat sich's weiterentwickelt und heute bin ich halt geendet auf YouTube, habe jetzt halt 140 Subscriber, ein bisschen mehr, über die ich mich sehr freue. Vielen Dank nochmal, das motiviert mich echt weiterzumachen, noch kreativer zu werden, noch wirklich auch meine Hardware zu erweitern. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das hört aus dem Video raus, ein neues Mikrofon mal gekauft, ein ganz teures. Ein Yeti-Mikrofon ist das, kostet 130 Euro. Also ja, ist recht professionell. Ich hoffe, dass das euch auch quasi dann für euch besser anhört. Sonst hätte es ja keinen Sinn gehabt, dass ich mir das kaufe. Und ja, das ist einfach so, wie der Channel so abbrennt. Es hat alles angefangen mit Herr der Ringe Online, kann ich mich erinnern. Da habe ich so gern mit so vielen Leuten gespielt, habe ich mir gedacht, ich mache ein paar Videos und speichere mir das einfach, dass ich es auch später, wenn ich mir es mal anschauen möchte, mich daran erinnern kann. Im Endeffekt hat das so viel Zuseher gekriegt und das Problem war dann bei Lord of the Rings Online, dass der Content halt, der gepatcht wurde, das komplette Spiel zerstört hat, weil einfach die Klassen bei der Herr der Ringe quasi online verändert wurden und dann hatte der Hauptmann statt seine 25 Knöpfe, die er vorher gehabt hat, plötzlich nur mehr 12 und es wurde aufgeteilt auf 3 Skillbäume, wo man dann quasi mit jeder Stufe einen Skill dazu kriegt und man muss sich aber von Haus aus entscheiden für
quasi grün heilen, rot angreifen oder einmal rot auf Schaden halt und auf gelb halt quasi der Tank ist das beim Hauptmann. Ja, ich weiß nicht, mich persönlich hat das nicht überzeugt. Ich habe 5 Jahre meinen Hauptmann quasi von klein auf mit den Funktionen, die er hat, habe ich mir das angelernt und habe den auch echt perfekt spielen können. Also ich war sicher ein sehr erfahrener Spieler, wenn es um die Hauptmann-Klasse geht. Aber im Grunde haben sie das Spiel zerstört. Deswegen haben sehr viele Leute, die ich kenne, aufgehört, haben gewechselt zu Guild Wars 2 zum Beispiel. Und manche spielen auch die Elder Scrolls Online. So viele Freunde eigentlich durch das, die ich jetzt einfach nur mehr auf Facebook habe und hin und wieder im Teamspeak sehe. Früher hat man wirklich jeden Tag miteinander gespielt. War echt eine schöne Zeit und ja, leider ist das vorbei. Das Herr der Ringe für mich, ich habe es mal vor kurzem wieder angeschaut, ob es vielleicht jetzt schon gepatcht wurde, ob es jetzt wieder etwas besser ist. Dem ist leider nicht so. Viele Leute, mit denen ich es angespielt habe damals, sind auch nicht mehr da. Somit habe ich mit dem Spiel, kann man so sagen, abgeschlossen. Ich habe noch, glaube ich, ein oder zwei Runs gespeichert, die ich noch nicht hochgeladen habe von vor 1,5 Jahren. So Nostalgie-Abfahrtsruns. Da haben wir immer halt gesagt, Abfahrtsruns. Da waren halt 12 Leute im Raid, die total sich gekannt haben, sich verstanden haben gut. Und da hat man auch gewusst, da funktioniert dann alles. Da braucht man nicht mehr viel ansagen. Das waren die besten Zeiten und jetzt gibt es bei Herr der Ringe halt keinen Endgame-Content mehr wirklich. Es gibt so einen, ja, Helm's Klamm Raid. Ist jetzt aber nicht so spannend. Es gibt nicht wirklich so einen Instanzen-Raid, wo du 6 Bosse hast, vielleicht mit IDs und so. So wie es einfach war, beim Turm von Orthanc zum Beispiel oder in DN, in FD. Ja, die ganzen Raids halt, die man gern gespielt hat damals, jetzt haben sie das komplette Spiel verändert und somit interessiert es mich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Deswegen, Herr der Ringe wird wohl eher nichts kommen, wenn sich da nichts mehr ändert in dem Spiel. Echt schade, weil es war echt ein Spiel, wo ich viel Zeit investiert habe und viel Geld. Aber ja, ich habe dann angefangen als nächstes halt mit Battlefield 4, wie das rausgekommen ist, wie gesagt. Da mache ich immer meine Montagen mit Musik und den besten Clips. Deswegen rede ich da auch nicht viel bei den Videos. Falls ihr euch die angeschaut habt, werdet ihr das auch schon mitgekriegt haben. Und ja, demnächst fangen wir an mit Season 2 von Arma 3 Alt is Live. Season 1 habe ich noch nicht alle Videos hochgeladen, da kommen auch noch 2. Das eine ist das letzte Gefecht, was wir zusammen gehabt haben am Server. Spielen wir 3 gegen 3 am Flughafen. Und da möchte ich euch die Geschichte in dem Video ein bisschen erzählen, wie das alles angefangen hat mit dem Altis Force, quasi mit der Freundesgruppe, dem Clan. Und im Hintergrund seht ihr halt dieses Gefecht, das war ein ausgemachtes Gefecht, das werdet ihr im Hintergrund sehen. Dann habe ich angefangen mit DayZ halt. Da habe ich vom Mod quasi von Arma 2 DayZ nicht wirklich viel gemacht. Aber beim Standalone dann habe ich angefangen, Videos rauszubringen. Mein PC ist leider nicht so gut, dass auf Ultra hoch rennt. Aber ja, bis jetzt hat es immer noch gereicht. Und ich glaube, am interessantesten ist der Content. Und so wichtig im Endeffekt ist die Grafik nicht. Solange halt was Spannendes passiert. Und im Endeffekt habe ich von DC jetzt dann auch schon langsam irgendwie die Nase voll gehabt, kann man so sagen. Weil sich einfach wenig weiterentwickelt. Also jetzt, wo die neue Engine wieder kommt und ja, Waffen-Updates sind jetzt für mich nichts, wo ich mich freue drauf, weil für mich ist immer noch ein Zombie-Survival-Game und ich spiele es halt gern wirklich als Survival-Game und nicht als PvP. Da habe ich halt andere Spiele dafür wie Battlefield. Das zudem, ja, ist echt schade. Ich hoffe natürlich, dass DC sich weiterentwickelt und dass ich da euch wieder interessante Videos bringen kann. Meine Freundin und ich spielen es hin und wieder, aber ja, so richtig gutes Roleplay und so bringt man halt erst zusammen, wenn die Community die Möglichkeit hat, auch Mods dann zu machen mit dem Standalone. Auf das freue ich mich sehr, da könnt ihr euch schon freuen, jetzt auf richtig professionelle Roleplay-Videos, so wie ich jetzt auch meine DCRP-Roleplay-Serie habe, die ist auf Englisch. Wenn ihr Englisch könnt, kann ich euch nur empfehlen, schaut euch das an mit gescheiten Boxen und Sound aber, weil auf Headset und auf manchen Fernsehern habe ich rausgefunden, klingt der Sound ziemlich komisch, da hört man die Musik ganz laut, die Stimme leise. Es ist aber, wenn man gescheite Boxen verwendet, ist es wieder richtig und man hört die Stimme. Ich weiß nicht, ob das an YouTube liegt und ja, dann ist die Musik auch wieder leise genug.
um nicht zu sehr im Vordergrund zu stehen. Und ja, da bei DCRP mache ich auf jeden Fall noch weiter. Also da arbeite ich gerade intensiv an einer zweiten Episode von dem, was ich vor 8 oder jetzt 9 Monaten schon begonnen habe. Es hat so vielen Leuten einfach gefallen, diese Art, wie ich dieses DCRP, wie ich die Geschichte quasi erzählt habe von mir. Und da geht's auch weiter. Ich habe da auch einen Kumpel, mit dem ich immer die Skripte schreibe und wirklich hart daran arbeite. Ja, DCRP. Wenn es euch gefällt, schaut es euch an. Hinterlasst mir einen Kommentar auf jeden Fall. Und sagt mir, ob es euch interessiert hat, gefallen hat und vielleicht Anregungen, Wünsche. Was hat euch nicht gefallen? Was hat euch besonders gut gefallen? Ist immer gern gesehen, Kritik. Ich brauche natürlich keine Trolle im Kommentar. Das brauche ich nicht, aber wirklich ernsthaft gemeinte Kritik hilft mir weiter, mich einfach weiterzuentwickeln. Weil ich finde, ich lege mehr Wert auf Content, der professionell produziert ist. Deswegen gibt es bei meinen Videos auch immer ein gescheites Intro, einen gescheiten Sound. Und ich versuche das echt so gut wie möglich zu machen mit dem Material, was ich habe. Jetzt, wo das Mikrofon da ist, wird das auch immer besser. Also da, ja, arbeite ich hart dran auf jeden Fall. Ja, und sonst habe ich halt, wie gesagt, 2 Arma 3 Altis Live-Videos. Battlefield kommt immer wieder. Dieses Vault Diary werde ich jetzt auch immer wieder machen. Weiß nicht, alle 1 Monat, 2 Monate alt, halte ich immer am Laufenden, was sich so tut. Und dann kommen wir zum nächsten. Zwar das, was ich noch sagen wollte, bei 250 Subscriber ist dann mein erstes Giveaway. Da könnt ihr dann für Steam einen Code gewinnen für ein Spiel in einem bestimmten Wert und so, welches Spiel das dann genau ist zu dem Zeitpunkt. Wenn wir 250 Subscriber erreicht haben, als kleine Motivation, dann gibt es auch das erste Giveaway, wo ihr was gewinnen könnt. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf, seid dabei und unterstützt mich ein bisschen, wenn euch meine Videos gefallen und so weiter. Und meine ja, Art, wie ich Videos schneide und so weiter, gefällt, könnt ihr es mit euren Freunden ein bisschen teilen, ein bisschen halt mir helfen, meinen Radius des Einflusses zu erhöhen. Und ich würde mir es halt wünschen, wenn es ein bisschen unterstützt. Ich mache das echt in einer One-Man-Show. Ich record allein und schneide das Ganze allein. Ich mache es auch leidenschaftlich gern. Ich bin zurzeit nicht berufstätig, auf Arbeitssuche. Deswegen habe ich gerade im Moment etwas mehr Zeit für das Videoschneiden. Bei YouTube selbst davon zu leben ist natürlich nicht möglich. Das ganz klar. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn die Audience ein bisschen größer ist. Ich stecke wirklich viel, viel Zeit rein in das Ganze mit Photoshop, Sony Vegas Pro 12 und ja, ist echt schwierig, manche Programme zu bedienen, man muss sich das alles lernen, man kann nicht, ich habe keine 1000 Euro, dass ich in einen Kurs gehe, einfach. Ich hoffe, euch gefallen halt meine Videos, Freunde, und in Zukunft möchte ich noch vielleicht einige Let's Plays laufen lassen. Ich mache auf jeden Fall das Lego Online Minifigures, da kommen noch die Instanzen, möchte ich auch noch zeigen, wo man sich die Figuren freischalten kann. Und dann, wenn halt Interesse da ist, spiele ich, wenn das Spiel halt dann released wird. Quasi, das geht direkt aus der Beta raus in Full Release. Will ich euch da auch noch was zeigen, nur wenn es Interesse besteht. Weil wenn nicht, dann kaufe ich mal kein Abo-Membership mehr. Spare ich mir das. Und sonst diese Battlefield 4 Montagen werde ich halt weiterhin machen, solange Battlefield spannend bleibt. Ich hoffe, jetzt kommt auch bald das Dragon's Teeth Update. Und auf das freue ich mich schon, da kommt das Schild endlich, mit dem er One-Shot-Knife quasi wieder machen kann und nicht dieses schwule Knife mit Counter-Knife F und dann, wow, mag ich gar nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf ja, Spiele, die rauskommen erst. Könnt ihr meine News-Serien verfolgen, wo ich immer die neuen Spiele auch vorstelle. Wenn euch das interessiert, wenn ihr am Laufenden bleiben wollt, halt so von verschiedenen Genres auch. Jetzt als nächstes kommt, wie gesagt, halt das eine Rollenspiel, Swordsman. Und da bin ich gespannt, was dazu sagt. Das ist einmal eine ganz eigene Art von MMO-RPG. Auf das bin ich echt gespannt, wie das rüberkommt, ob das Spaß macht. Ob es gut oder schlecht wird, werden wir dann eh sehen, wenn ich das Video mache. Und weiß nicht, sonst, falls ihr Wünsche habt, bitte schreibt es in das Kommentar. Wenn ihr irgendwas Bestimmtes sehen wollt, wenn euch irgendwas ganz besonders gut gefällt und ihr sagt, hey, in der Art diese Videos richtig cool, lasst mich's bitte auch wissen. Verwendet diesen Like- und Dislike-Button, weil ich selbst verdiene nichts, wenn ich da Like oder Dislike, das macht für mich gar keinen Unterschied. Das gleiche mit Views, da verdiene ich sowieso nichts. Also, wenn euch das
stört oder was, weil die Leute dann reich werden. Doch ich werde sicher nicht reich, wenn du bei mir auf Like oder Dislike drückst. Mir gibt es halt nur Info, was gefällt euch, ne? Wovon soll ich mehr machen, wo stecke ich im Endeffekt meine Zeit rein. Ich möchte auch gern über The Forest ein Video machen. Und ja, die Frage ist halt nur, was euch interessiert. Ich kann nicht 20 Sachen gleichzeitig machen, das hat keinen Sinn. Ich würde auf jeden Fall gern die DCRP-Serie weiterführen. Schaut's da rein, wie gesagt. Und sonst noch einmal vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich komme dann schon langsam zu einem Ende von meinem ersten Vault Diary Eintrag. Ich sehe schon eine Viertelstunde ungefähr. Und ja, sehe ich es nächste Mal im nächsten Video. Bleibt's dran. Ich gebe mein Bestes. Wenn mal 2 Tage kein Video kommt, also ich habe auch noch ein Real Life, eine Familie und jo, es kommen Videos, immer mehr. Je mehr Zeit ich habe, desto mehr Videos kommen. Und wenn ihr mehr Let's Plays sehen wollt, schreibt es mir ins Kommentar halt bitte das oder wenn ihr mehr von irgendwas Spezielles sehen wollt, lasst mich einfach wissen. Ich möchte echt dieses Video auch nutzen, um ja, ein bisschen Feedback einzuholen von den Zusehern, von euch. Somit verabschiede ich mich und sage danke fürs Zuschauen. Im Hintergrund das Gameplay, hoffentlich hat es euch gefallen. Ja, und bis zum nächsten Mal, nächsten Video. Mein Name ist Quadox, AGV, out.